Rat hat einmal 40.000 Euro bezahlt in Hamburg, schon ist er in Holland drüben. Ich könnte auch von Holland große Töne spielen. Nein, ich stehe in Deutschland auf der Bühne. Ich gehe nach Holland. Ganz einfach. Angsthasen haben keine Glaubenswürdigkeit. Wenn man Angst hat und irgendwo oder gehen in andere Länder, von dort sagen sie was in Deutschland. Nein, bist verlassen, bleib dort in dem Land und kümmert dich um dein Leben. Die haben immer gestunken, die Menschen weggehen, woanders in sicheren Dingen und von dort reden sie. Nein, bleib der Gefahr, ich bleib der Gefahr ausgesetzt. Bis es noch keine gekommen ist, der mich gedroht hat und keiner hat mich wollen töten und sowas. Und da werden Storys erfunden, oh, die sind getötet worden von der Farbe. Ach, sonst nicht töten. Ich habe kein Problem damit. Ich habe so viel Wissen, dass es weitergeht. So, also, man muss sein Leben riskieren für manche Sachen, aber wisst ihr, ich mein Leben riskieren, der überhaupt kein Leben hat. Ich habe nur Schmerz, ich habe nur Leid, ich kann nicht funktionieren in der Arbeit, überall ziehe ich den Kürzeren. Irgendwann muss die Mensch auch mal auf die Siegerstraße kommen. Und dann sei für mich Vitamin B12 das Wichtigste. Studie von dem könnt ihr jetzt eingeben. Studie, die KFZ oder das Krebsforschungszentrum haben sie Studie gemacht. Ich könnte mit 12% weniger Krebssterblichkeit, das wären auch ganz Deutschland jetzt 4,625 Millionen. Und die Studie wurde gemacht mit Gesunden und Kranken. So, die Zahl ist viel höher als 12%. Ich habe ein Mittel, wo ich einen Menschen retten kann, 60.000 Menschen, 60 Mal so ein vollgefüllter Saal würde weiterleben und ich lasse einfach untergehen, aber vorher kriegt jeder von eurer Chemotherapie, jeder kann ich sagen, 60.000 und ganz Deutschland 600.000 Menschen, mal könnt ihr denken, was der Chemo kostet, nicht mehr 100.000, wie viel ist das, 600.000 mal 100.000? Ich glaube, 100 Milliarden was, oder 100 Millionen oder 200 Millionen, erstmal nehme ich das Geld und lasse auch sterben. So, das darf sein, Vitamin D3 für mich das Wichtigste, darum ich würde auch Vitamin D3 nehmen. Ich will euch zeigen, weil viele sagen, ah, Vitamin D3, für was ist das zuständig? Dann zeige ich mal, ich habe einfach nur ein paar so kleine Screenshots gemacht, da. So, jetzt. Vitamin D3, Herzkreislauf. Kam es zu dem Schluss, dass ein Vitamin D3 mal einen wichtigsten Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Probleme bis hin zu Infarkt und Schlaganfall. Ein niedriger Vitamin D-Spiegel aktiviert Signalgänge im Organismus, die für Bluthochdruck sowie Verhärtung und Verdickung der Blutgefäße anfällig machen. So, dass viele Leute, ich sage nicht nur das, was er erzählt, sondern niedriges Vitamin D3, ganz tief, 10, 12, 15. Bedeutet, der Körper weiß nicht, lebt er, soll das Herz noch schlagen. Manchmal braucht man keine Schwer, kann ich eine Minute Pause machen. Genau wie viele von euch haben schwache Leber, schwache Nieren. Diese Frau schläft, ja, wenn sie schläft, wird die Pinkel? Nein. Ich sehe, sie schläft seit 2 Monaten. Du bist aber voll im Leben. Auf was ist meine Niere, wird schwächer? Da sagt, oh, bald kommen wir zur Dialyse. Der sagt nichts, nehmen Sie Vitamin D3, dass die Niere angeworfen wird. Dr. Worm sagt, 500.000 andere Vitamin D3 bringt die Nieren wieder zum Laufen. Das wirst du niemals hören, wenn es nicht beim Vortrag von Robert Franz warst. Oder? Darum sage ich, richtig verrückte Sachen. Das ist außerdem ein niedriges Signal, dass das Herz sagt, okay, schalten wir jetzt eine Minute ab, es reicht. Das Blut ist so langsam, Sauerstoff ist da. Und du fällst auf die Straße mit einem Herzinfarkt oder sogar Vitamin D3-Mangel führt zum multiplen Organversagen. Das ist, warum? Weil ich so einen niedrigen Spiegel habe, dass der Körper sagt, weißt du, schalt die Scheiße ab, hab satt, muss nicht mehr arbeiten. Das ist wichtig, Vitamin D3, aber Vitamin D3 hat keinen Einfluss auf den menschlichen Körper. Oh, das ist Käse an der Sonne, Käse 10 Minuten an der Sonne, ist voll erledigt. So, nächste. So, nach der Reihe. Immer Diabetes. Wir fangen ja Anfang von Diabetes. Ich bin schon Diabetiker. So, in einer Studie 2019 im Fachmagazin Endocrinology veröffentlicht, zeigte, dass eine Nahrungsergänzung relativ hochdosierten Vitamin D3 den Zuckerstoffwechsel so günstig beeinflusste, dass damit Fortschreiten eines Diabetes aufhalten kann. Ja, warum macht das keiner? Wollen wir Diabetes aufhalten oder wollen wir, ich weiß, rumspielen bei Diabetes? Soll man Insulin und Langzeit und Metformin danach aufstellen? Erstmal Metformin-Tabletten und dann Insulin und dann Langzeit-Insulin. Und dann hocken zwischen Überzucker und Unterzucker. Unterzucker ist gefährlicher, da stehst du mehr auf. Aber auch gehabt, dann ist dein Sohn Architekt in der Früh aufstand, was der Sohn tot. Der hat keine Zyklogosreife. Aber es ist ein Mittel da, wenn ich nicht gebe, sie in die Hände sein, Vitamin C mangelt Diabetes. Schon steht alle Diabetiker Vitamin C mangeln. Warum sagt es kein Arzt? Warum? Darf er nicht, oder? Warum sagt er nicht in Vitamin D3, wir stoppen ja den Diabetes? Der begleitet von Anfang bis du wo nicht mehr kannst, bis wo dein Fuß amputiert wird wegen Zucker. Diabetische Retinopathie in die Augen und dein Fuß. Das ist die, und das wird damit teuren Geld bezahlt. Da kriege ich, glaube ich, bei verrückt, wenn ich sowas ist. Da habe ich entschieden, ich mache den Mund auf, habe immer aufgemacht, schon seit 10 Jahren. Und habe auch, jetzt habe ich auch wieder Gerichtstermin, am 20. Jahr, wie gesagt, wenn ich einmal Gerichtstermin habe,
sagte dem Menschen, komm mal mit zum Gericht, dass ich sehen, was da ist. Auch vorletztes Mal, wie ich gerade bei Gerichtstermin war, die Dienerin, die mich die Gerichtsdienerin sagte, hallo Herr Franz, ich nehme Ihre Mittel und ich gehe zum Richter, oder? Ja, ja, wunderbar, ein guter Abend, nimm die Tabletten. Nächste, einen wichtigen Einfluss auf das Immunsystem. Beim Krebs, wir müssen das Immunsystem stärken. Mit was? Mit Chemo? Ja, mit Chemo ist eine Art Stärken. Gift gegen den Körper, Leute Alarmglocken. Hey, das ist eine Gefahr, das Immunsystem soll hoch. Aber was die Chemo anrichten, das kann das Immunsystem nicht gut machen. Weil Chemotherapie tut kranke und gesunde Zellen, ist keine selektive. Oh, du bist gesund, dich vergifte ich. Du bist dran, du auch nicht. Und wenn ich eine Chemo mache, ich sage jeder, macht was ihr wollt, was ihr glaubt, dass euch hilft. Placebo, für was auch immer. Aber dann nimmt die Natur mit ins Boot, die euch schützt. Wenn einer von euch da eine Frau AIDS hat und will mit mir Sex haben, ich habe mit ihr Sex, ich ziehe ein Kondom, sie hat ihren Spaß. Ich habe meinen Schutz. Kann man machen. Aber denkt, ihr müsst euch schützen. Und das wird nicht gemacht. Und viele Leute machen Chemo, weil ich weiß, vielleicht, na, ja, ich bin gesund. Und was passiert nach 6 Monaten? Gehirntumore, Knochentumore. Ja, eine Mutter geht. Fragt die erste, warum haben sie? Ja, das Tumor hat sich weiter. Nein, der Tumor hat sich nicht weiter. In diesen Organen, wie Gehirn und Knochen, rinnt das Blut ganz, ganz langsam. Durch den Körper kann doch das Gift aufgeschwemmt werden. Fährt noch die Leber, wird noch betroffen, aber schafft es. Aber in diesen Organen, wo ganz langsam rinnt, bleibt das Gift da, die Chemo, und dann entstehen Zellen, die viel härter sind und denen gar nicht mehr ankommst. Und dann, wenn ich auch viel gemacht habe, dann muss ich schauen danach, ich bin noch immer derselbe Mann, der Chemo gemacht hat, Strahlen mit demselben Signal. Produziere kranke, krebsartige Zellen. Chemo und Strahlen ändert kein inneres Signal des Körpers. Vitamin D3 ändert ein Signal. Ganz einfach. So, dass auch wenn ich gemacht habe, ich fühle mich in Siegen gefehlt, schaut, dass der Körper wieder dort, wo war, wo ganz am Anfang war und nicht so bleibt. Ich habe ein braunes Blatt, bin in dunkel, reißes braunes Blatt, oh, kein Ball, ich bin gesund. Kommt noch immer die Dunkelheit auf sich zu, kriegst du nächste braune Blätter, bis die Wurzel aufwächst, dann bist du weg von Planet Erde. Fehlt dem Körper Vitamin D, verliert der Körper leichter die Fähigkeit, bösartige Zellen zu erkennen und zu entsorgen. Mit einem gesunden Vitamin D3 spielen. Bei Vitamin D3, dann weiß ich gar nicht mehr, du hast so viele Defizite, soll ich mich um Herz kümmern, soll ich die Niere, soll ich die Leber, ich muss es im Lasse sein, der verreckt mir, weiß was. Ganz logisch. Man muss immer bei sowas gesunden Mensch verstanden. Ich bin Automechaniker und darum denke ich auch wie ein Automechaniker. Mich hat keine Pharma geschult, ich war bei keinem Vortrag. Ich habe in meinem Leben niemals einen Vortrag besucht. Gar nichts. Ich habe alles selber, alles was ich da höre, ist von mir. Habe nichts von, habe geschaut, intern recherchiert habe ich. Aber ich war bei keinem Vortrag von niemandem. Depressiver Mensch weist häufig sehr niedrige Vitamin D3-Spiegel auf. Laut aktuellen Studien verdoppelt sich das Risiko, 50% an einer Depression zu erkranken bei niedrigen Vitamin D3-Spiegeln. Wie viele depressive Menschen waren beim Arzt, dass er sagt, hey, nimm keine Antidepressiva, komm, wir versuchen mit D3, fahr D3-Spiegel hoch. Das war das letzte Mal, wo du den Arzt gesehen hast. Und das finde ich auch unverantwortlich. Da ist eine Studie gemacht, aber keines nachgestellt. Lesen die keine Studien oder sind sie nur in Urlaub? Das ist an Depressionen erkrankt bei diesem Gesang. Dr. Tegmeier, je ausgeprägter Vitamin D-Mangel ist, desto ausgeprägter kann die depressive Symptomatik sein. Manche sind fertig mit der Welt. Und da kriegst du Antidepressiva, das fährt dich nochmal rüber. Da bist du aber weg vom Fenster. Und Antidepressiva, wo die Leute von der Brücke springen und die ganze die Kinder noch mitnehmen. Die Familie bleibt im Sozialfall. Aber sowas ist genehmigt. Aber Robert Franz den Mund aufmacht, kriegt er Strafen. Aber ihr seid jetzt vor ein paar Monaten. Vor 6 Monaten 120.000 Euro Strafe, 40.000 Euro Strafe, 30.000 Euro Strafe, insgesamt 2,4 Millionen. Mir war das Geld wert, weil das Wissen, was ich geben kann, kann kein anderer geben. Wert auch kein. Jetzt, was ich euch gesagt habe, Vitamin D3 ist zuständig für 1200 Gene statt Gene. Als Gene könnt ihr sehen, Gene regulieren Körperfunktionen. Jede Gene hat was zu tun im Körper. Was ist ein tolles Spiegel, wie der erste sagen? 24 Nanogramm da, ganz unten. 24 Nanogramm, das ist ein tolles Spiegel. Wenn Sie 20 haben beim Arzt, er zeigt Ihnen gar nicht das Papier. Wie viel habe ich? Ist schon in Ordnung. Und das Papier heute ist 20. Aber jetzt haben Sie, früher waren 40 bis 90 Nanogramm, jetzt haben Sie runter 20 bis 70. Geht immer tiefer. Da schwimmen die Fälle davon. Die Leute sollen keine 3, sollen 20 ist doch in Ordnung, Sie sind an der unteren Grenze, ist doch voll in Ordnung. Ist gar nichts in Ordnung. Das ist, habe ich Spiegel von 20, habe ich Spiegel von 18 Nanogramm pro Milliliter. Von 1200 sind 800 Jahre bei.
Das also bedeutet, selbst wenn hohe Spieler sie noch 400 Mal angeklickt werden, mal nicht. Habe ich aber ein Spiel von 24, fehlen von 800 bis 200, 600 Gene, Körperfunktionen, die nicht funktionieren. Wisst ihr, was das ist? Mehr als die Hälfte von einem Körper funktioniert nicht. Und dieser Körper kriegt als Heilung Medikamente. Krank. Ein Körper, der nicht funktioniert, kriegt nur Medikamente. Ich glaube, erstmal muss man machen, dass sie funktionieren. Und das ist das Erste, was ich der Medizin vorwerfe. Weil ich sage, bei dem Vorwerf, ich stelle sogar die Medizin in Frage. Bis jetzt hat keine Frage der Medizin. Ist gut. Ich weiß, Antibiotik, was auch immer, Operationen, noch, aber sonst die Medizin ist für mich die reinste Luftblase. Da, der Arzt fragt gar nicht, funktioniert dein Organ? Er gibt ein chemisches Mittel, wo ich den Körper belaste, damit der Körper von Ach und Ach probiert, vielleicht kriegt er dann das Organ an. Sehen Sie, gibt es eine Besserung? Nein. Bevor ich einen Menschen therapiere, muss ich schauen, dass seine alle Schalter, alle Gene angeschaltet sind. Und nicht auf 60%, auf 40% funktionierende Körper Chemie rein. Erster Fehler. Das seht ihr so, dass ein tolles Spiel wäre wie viel? Vielleicht 70 oder so, wie ich sage, wie der Arzt sagt, kommt dann ab. Bei Krebspatienten soll ein Spiegel haben 90 bis 100. Wenn einer Krebs hat und ich therapiere, meine Therapie muss alle, den ganzen Körper erreichen. Ich kann nicht sagen, das ist ein Defizit, bis das und das ist Abgrund. Aber dort ist der Krebs, der erreicht ihn halt nicht. So dass 90 bis 100, bei Krebspatienten so 70, 80. Und die Ärzte sagen, wenn sie schon bei 50 sein, oh, nimmt nicht mehr, es ist gefährlich. Wen wird der erschreckt? Da. Die Statistik, da steht, wer das gemacht hat. Genau, die Studie Clinical Trial, doppelt, doppelblind. So dass einer, da hat er keine drei bekommen. Genau, bei den Wunderstudien, das sind 105.000 Menschen, die das gemacht haben. Jahrelang. Aber nein. Darum habe ich nicht. Ich zeige und zeige euch die Studien, dass ihr seht, ist egal, ob einer kommt, sie beschwert sich mal. Sowas von scheißegal, weil es so für die Menschen. Da seht ihr Vitamin D3, Spiegel, was ein tolles Spiegel, 60, 70, 80. Und dadurch weiß ich, funktioniert. So. Jetzt gehen wir weiter. Wenn ich weiß, dass die Organe funktionieren, was brauchen die Organe? Das ist ein Herz braucht Carnitin, ein Herz braucht Prozent. Wird auch ignoriert. Das interessiert gar nicht. Erstmal interessiert, ob dein Körper funktioniert. Du bist 40% schon halb tot. Zweitens fragt er nicht, wie sieht es, die Nährstoffe? Nein. Und sagt, jetzt lass mal zur Seite. Komm mal her, ich habe Medikamente von der Pharma, das soll sie nennen. Und darum ist das Fiasko, darum sind so E-Mails, wo eine Frau 33 Krankheiten hat und sagt, Herr Franz, können Sie mich retten? Nein, sie retten sich selber, wissen Sie, was ich sage. Und sie haben auch gleiche Rückmeldung. Bei jedem Vortrag, wenn die Menschen genommen haben, ich habe nicht einen gehabt, der gesagt hat, oh Herr Franz, ich fühle mich schlechter. Hier hat gesagt, ich fühle mich schon viel besser, mir geht es gut, er hat gesagt, mir geht es ganz gut. Und ich glaube, das ist die Sache wert. Also, das ist so einfach, oder? Da, mit der Krebs entsteht. Vitamin D3-Spiegel, da oben 7%, wie viel Prozent Krebs bekommen. Und dann Vitamin D3-Spiegel, 60. Was passiert? Ganze Herzinfarkt, Osteoporose, Pankreatikcancer, Bauchspeicheldrüsenkrebs, alles. Blutdruck, alles geht runter. Hm? Diabetes Typ 1, sogar Typ 1, wo du geboren bist. Sie, manche Kinder haben keinen Nährstoff, Bauchspeicheldrüsenarbeit, da kriegt der Diabetes ab seit der Kindheit. Ja, in der Kindheit hat er schon die Nährstoffe nicht gehabt. Nicht jetzt, seit der Kindheit dann nicht gehabt. Was passiert? Habe ich einen Spiegel von 60, schon bei 60 bin ich schon bei 20%, sogar weniger, dass ich Krebs kriege. Da unten, Heart Attack, Multiple Sklerose. Vitamin D3-Mangel führt zu Autoimmunerkrankungen, die ganze Autoimmunerkrankung. Ich habe Lupus, Körper greift die Haut an. Ich habe inneres Rheuma, Körper greift die Gedärme an. Ich habe Multiple Sklerose. Ja, ich stehe auf dem Marktplatz und der Körper fließt mein, Immunsystem fließt meine Zellen und Höchste frisst mein Arsch. Nein, natürlich, ich habe Leute mit MS gehabt, Mädchen 21 Jahre, das sowas, das kann man nicht gehen können. Nach 3 Monaten wieder in Ordnung, der fährt wie gesund. Busfahrer, 3 Monate in der MS-Gruppe, kann niemals Bus fahren. Der fährt auch Bus, wo man bleibt. Ich könnte x Leute, nützt ja nicht so erzählen, mir bringt gar nichts zu erzählen, der und der und der. Die Fakten, was euch gibt, bringt euch zu handeln. Nicht die Leute, ich brauche keine Menschen, die als Beispiel, ich könnte ganze Bücher füllen, oder schaut das neue Buch, oder ist das, was die Silvia Kuscher geschrieben hat, Patientenberichte von Robert Franz. Schaut, das Buch habe ich euch gegeben, das sind mindestens so 20, 30 Leute. Ich habe MS gehabt, jahrelang die erste Nulkopaxone, teure Spritzen, habe nichts genutzt. Da habe ich Robert Franz B12 und D3 genommen, automatisch. Ich kann jetzt wieder alles, keine Schmerzen, kein alles. Ich habe wahrscheinlich die ganze Jahre B12 Mann gehabt und D3 Mann. Das seht ihr. So, ich brauche keine Bücher, ich werde auch niemals schreiben, Patienten, okay, das ist hier falsch geschrieben. Aber wenn ich euch sowas zeige, das Vitamin D3-Mangel zu dem führt. Vitamin D3-Mangel, wenn Sie da tolle
Spiegel habe, dass ich keinen Krebs bekomme. Da werden die Leute sich nachrichten. Oder sie sagen, weißt du was, leg mir Marschrohr, ich lebe mein Leben und leide auch dafür. Genau wie Leute, die lange geraucht haben, jetzt haben sie Krebs. Ja, okay, die was geraucht, sie wohlgefühlt, es gibt es, ist aber auch noch immer nicht tot. Du kannst noch ein paar Jahre leben oder Dinger, du musst ein Kämpfer sein. Und heutzutage wird viel erzählt und wenig gemacht. Jeder schmiert ja schön Honig auf ein Ding, aber eigentlich ist gar nichts. Und deshalb haben wir bei Vorträgen gesagt, gewöhnt ihr im Leben niemals mehr Versprechen, auf was ihr geben kann. Ja, niemals. Erstmal, wenn ihr Versprechen nicht macht, ihr seid schon am Boden, du hast es nicht geschafft. Und zweitens, die Gegenseite will sich wiedersehen. Legt mal 10%, ich habe nicht was gesagt, 10% noch dazu, meine Begeisterung. Aber niemals Sachen versprechen im Leben, die du nicht halten kannst. Es tut dir nicht gut, was am meisten schlecht ist, und den anderen gar nicht gut, da wird sich keiner mehr sehen. Natürlich hast du schon, ich weiß, die Verbindung zur Gesellschaft verloren. So, das ist es. So, das seht ihr selbst bei Blutvergiftung. Da. Selbst ist Blutvergiftung. In Deutschland sind, glaube ich, 200.000 Menschen, kommt gleich nächste Grafik, sterben an Blutvergiftung. Was wird gemacht? Wo ist Blut, ist gestorben in Krankheit? Glaubt ihr, der kriegt Vitamin D3? Bei Blutvergiftung, gibt es eine Therapie mit Vitamin B1 und Hydrocortison, habe ich auch schon geschickt, Menschen, die Blutvergiftung haben, sie gerettet. Aber kein Arzt weiß, wie man Blut vergibt. Aber ich brauche gar keinen Arzt, ich weiß, wie man Blutvergiftung schon im Vorher ausblutet, indem man schön Vitamin D3 spielt. Weil sie muss es nehmen, da können die keinen, wenn sie nicht im Körper an der Sepsis zu sterben. Da, Blutvergiftung bei Werte von 60, fast null. Fast null, dass sie an Blutvergiftung kriegen. Und es sterben 100.000 Menschen an Blutvergiftung, aber keiner hat Interesse. Und wenn sie krank aussehen, haben sie auch nicht die Therapie, wo auch noch 70-80% retten kann. Die werden sie auch nicht mehr. Und da, was ich anfrage, in Deutschland keine Vorsorge, null Prävention, keiner sagt was. Ich, wenn ich sage, einer der GC, stopp, der ist ein Rand von der Bühne. Oh, vielen Dank, Herr Franz. Da die Leute werden gelassen, offene Messe zu laufen. Und ich sage, okay, der Staat, der sagt, Gesundheit der Menschen geht mir in den Scheißdreck an. Gibt es eine Pharma, die zahlen die Steuer, umso mehr Steuern, umso mehr. Was sie mit denen machen, ist uns scheißegal. Sonst, wenn der Staat weiß, was sie kümmert um Menschen, dann wirst du was nicht zulassen, dass eine Nation in die Hände der Pharma zugrunde geht. Ganz einfach. In Deutschland gibt es weiterhin unbekannte Kinder. Nach der Studie durch die. Jeden Tag 162 Menschen sind. 162 Menschen sind, der Folgen einer außer Kontrolle geraten Infektion, Bakterien. Warum gerät sie außer Kontrolle? Weil keine 30 Jahre Immunsystem. Die Leute kriegen beim ersten rostigen Nagel, beim ersten Ding kriegen sie Sepsis. Um die Studie zu vermeiden, kann ich sagen, Menschen nehmen Vitamin D, dann gibt es keine Sepsis. Da braucht man keine Ärzte, die Sepsis behandeln, und dann kriegen die Leute auch keinen Krebs. Und dann sind Afrika-Krebs 1,4% bei uns. 8% drauf bis zu 26, manche Länder sogar noch mehr. In Ungarn, glaube ich, am meisten 100.000 Leute, glaube ich, 468 Menschen sterben an Krebs, sind krebskrank. Aber Vitamin D3 würde zigtausend, hunderttausend Menschen helfen. Und keiner sagt es, schon seit Jahren. Ich mache es seit 10 Jahren, sagt keiner. Warum? Weil sie Angst haben. Ich habe keine Angst um mich. Um mich muss sich keiner kümmern. Und da muss mindestens 50, bedeutet 50 Nanomol, und der Spiegel beginnt von 75 bis 225. Und die empfehlen, du sollst unter dem minimalen Spiegel haben, die DG, und die soll Menschen helfen. Die erzählt, was du machen sollst. Fett, Alkohol, die Menschen sagen uns, was wir nehmen sollen. Was für mich gut ist, weiß ich selbst am besten. Und wenn ich das umwandeln will, 50 musste mal 0,4, 5 mal 4, 20 haben wir Spiegel von 20 Nanogramm. Bei 20 Nanogramm funktionieren 600 und nochmal wie viel, 400, 1000 Gene weniger. Bedeutet, die beraten mich, dass mein Körper 80% funktionsunfähig ist. Danke für so eine Beratung, Frau, ich kann mir gestohlen bleiben. Gut, dass ich auch und danke. Und, weil wenn ich 20 war, habe ich fast 400 von 100.000 Menschen, da geht es runter. Da habe ich bei Vitamin D3-Spiegel von 60 Nanogramm pro Milliliter fast gar keinen Krebs. Darum steht auch, wenn die Menschen Vitamin D3 nehmen, wenn keine Krebs sterben, ich habe außerdem keine Krebserkrankung.
in. Vitamin D3-Mangel erhöht die Krebsgefahr. Fehlt die Körper, verliert der Körper die Fähigkeit, bösartige Zellen zu erkennen und zu entsorgen. Wissenschaft aus Heidelberg. So stellt Wissenschaftler aus Heidelberg in einer Studie mit fast 25.000 Teilnehmern im Alter von 25 bis 64, dass durch eine hohe Aufnahme von Vitamin K2, ich sage Menschen, nimm Vitamin K2. Was sagen die Ärzte? Robert Franz, was er sagt, ist seine Moderscheidung. Sie sagen erstmal in Heidelberg, die Ärzte, tun sich selber einander widersprechen, den sogenannten Menichonen, das Krebs- und das Sterberisiko sinken. Bei Männern war der Effekt sogar stärker als bei Frauen. Ich glaube, sein Vitamin K2 klingt 20 Brocken. Vitamin K2 kann die ganze Flasche trinken, passiert gar nichts. Das Vitamin D3 muss man dosieren, genau. Aber Vitamin K2, sag ich mal, ist auch eine Studie bei Non-Hodgkin, glaube ich, von Köln. Was sagen Sie, 70%, dass du keinen Non-Hodgkin kriegst, wenn du K2 nimmst. Aber kein Arzt. Kinder, K2 ist das Wichtigste. Die Kinder kriegen ein Jahr Vitamin D3. Kein K2. Wie viel? 600 bis 800 Einheiten. Die kleine Babytablette. Was passiert ab einem Jahr? Bedeutet ab einem Jahr, wenn beim kleinen Kind alle Gene ausgeschaltet. Toll. Eine kleine Pflanze, ein kleines Salatblatt. Wenn es aber auf die Welt kommt, sagt die Medizin, wenn wir den Säuglingen kein Vitamin D3 geben, haben wir einen Haufen Kindersterblichkeit, da kommt der große Skandal raus. Da fragt sie, wieso sterben die Babys? Vitamin D3, Mann. Oh, die Babys, die Kindergartenkinder, die Großen, die Erwachsenen, alles ist D3 geschuldet. Deshalb wird gemacht, willkommen im Leben, kleines Salatblatt, ein Jahr, kommst du zu uns, bist dann impfwertig. Und nach einem Jahr stoppen wir deine Lichtzufuhr. Wenn deine Mama mit dir im Kindergarten, wenn die Sonne, natürlich schon Neurodermitis, Schubflechte, die ganzen Kinder, hast keine D3, hast keine Informationen, kein B12 mangeln, da gibt es Kinderleute, die aus dem Scheiß, wenn die Kinder einfach fallen. Das ist der größte Verbrechen an die Menschheit, dass Kinder ab einem Jahr Vitaminzufuhr gestoppt werden. Die Kinder müssen bis ins hohe Alter Vitamin D3. Und Vitamin K2 für Kinder ist noch wichtiger. Vitamin K2 führt zur Skelettentwicklung. Alle Kinder, die heute Probleme haben, Kieferorthopäden, sowas, K2-Mangel. Mädchen von heute, da ist kein Mädchen, was so breit Becken. Die ganzen Mädchen von heute haben so ein kleines Becken. Die werden Probleme haben bei der Geburt. Hätten sie Vitamin K2 genommen, ich weiß, bis zum 18. Lebensjahr so zu entwickeln, wird das Becken sich genau entwickelt, dass das Kind ohne Kaiserschnitt rauskommt. So, das sind Fakten da, die werden bei mir, du siehst Leute, die Blutverdünnung nehmen, wenn sie K2, darf ich nicht nehmen K2. Doch, K1 und K2 bedeutet Vitamin K. Vitamin K1 verstärkt die Gerinnung, muss nicht nehmen, aber separat Vitamin K2, dieser Buch steht sogar mit den Werten vom Blut, also das ist mein Vitamin K2, kann ich zu den drei dazu nehmen, weil Vitamin K2 das Kalzium in den Knochen verstärkt. Das sieht die Vitamin K2. Habt ihr einer von euch gehört, dass ein Arzt euch gesagt hat, Vitamin K2? Gar keiner. Bei 80 Millionen Leuten, Vitamin K2. Vielleicht in Natura, sondern Halbaktiv. Aber sonst gar nicht. Und solche Informationen, wo Studien sind, wo 25.000 Teilnehmer sind, und da steht, senkt das Krebsrisiko, wahrscheinlich haben sie kein Interesse, das Krebsrisiko zu schenken. Und ich habe das Interesse. Ich heiße nicht Fabian. Ja, bei uns, du musst teuer bezahlen, musst Vitamin C. Selber Infusionen bezahlen und der Staat bezahlt Chemo. Da steht drin, Vitamin C wird eingesetzt, um das Tumorwachstum zu reduzieren und die konventionelle Krebstherapie zu unterstützen. Außerdem kann es die Nebenwirkung der Chemotherapie lindern und die Lebensqualität finden. Warum zahlt der Staat nicht das Vitamin C und lässt mal die Chemo wenig runter? Warum? Weil da Geld kommt, kommt das Geld in die Steuer. Bei Vitamin C kriegst du fast 10 bis Vitamin C. Infusion kann jeder setzen. Aber da seht ihr, Strahlentherapie. Und außerdem, nochmal, da steht kein Strahlentherapie. Ich sage euch, haben Sie Krebs, nehmt Q10, lindert Chemo, steigt das Herz, Wirkung von Chemotherapie in Vitamin C. Es geht so, als nein, nehmen Sie keine Naturmittel, das stört die Chemo. Bist du bescheuert, Alter? Da steht, Nebenwirkung Chemotherapie lindern. Hast du das gelesen? Wir haben das Blatt so, boom, auf die Stirn. Kannst du das lesen? Nein, ich nehme die Naturstoffe. Wenn ich Chemo, nicht ihr, wenn ich Chemo machen würde, würde die Naturmittel mit ins Boot nehmen. Ich bin keine Müllhalde Chemie, auch die Chemie, die Ding, aber auch die Natur. So, das merkt euch. Menschen, die keine, habe gehabt, Menschen, die Natur nicht genommen haben, bei den Grasjahren, da haben sie Todesstunden gedreht, da von der starken Chemo. Und ich habe gesagt, Herr Franz, ich spüre was gar nicht. Ich bin am Leben geblieben. Und wo ich war in Batissing, war eine alte Frau, die hat, glaube ich, 7 Jahre Chemotherapie, war 70 Stück,
bei jedem Vortrag, was dabei ist, pflanze ich Rebe, oder? Sag mal, ist es. Das Recht der Leute zu sagen, was ich damit anfange. Was ich gesagt habe, Quercetin. Quercetin sei ich verhindert, kleine, wenn der Tumor wächst. Quercetin macht kleine der Tumor macht kleine Blutgefäße und der Tumor zieht nach, wird immer größer. Quercetin verhindert Angiogenese. Angiogenese bedeutet Wachstum von kleinen Blutgefäßen, wo der Tumor, so wie der Bürgermeister, Siedlung, solange keine Straße, können keine Häuser. Die ersten Straßen, da siedeln sich die ersten Häuser. Der schützende Mechanismus von Resveratrol, was ich gesagt habe, in Verjüngung, gibt es einen Resveratrol-Bohnenhaufen. Brustkrebs, wenn ich Krebs habe, dann haue ich mal Resveratrol, Quercetin und was die anderen noch so bieten. Aber so Sachen aus dem Ding zu lassen, aus Augen, aus Sinn, endet für manche halt nicht gut. Ist schnell erklärt, sie neutralisieren die freien Radikale, die im Laufe der Chemotherapie frei gesetzt werden. Überdies kann man so davon aussehen, dass die Weinstoffe auch selbst Krebs bekämpfen. Erstmal die größte Schweinerei tut der Chemotherapie den Vorrang und dann sagt er, oh, Weinstoffe Krebs bekämpfen. Wir können schauen, ich könnte reingeben, Quercetin in Hibiz, ich weiß, Leberkrebs, bei Quercetin, bei jedem Krebs, gibt es in Englisch, in Hibiz verhindert und dann Kolonkarzinoma. Sofort steht, Quercetin verhindert, das Ding. Warum? Der Tumor bleibt stehen, kann nicht mehr weiter. Aber dann auch in Mengen genommen. Wir zweimal einen halben Teelöffel nehmen oder zwei Teelöffel täglich. Aber solche Informationen, die besandt sind, kommen, das heißt immer, hast du Krebs, wird sofort eine Angst gemacht, da in der Gruppe muss Chemotherapie schon. Kriegst du einen Termin? Bist du aber so zum Arzt, kannst du warten 5 Monate Termin. Und so, ich weiß nicht, in dem Moment, bei dem Moment, wo du Krebs hast, beginnst du fragen, was hast du gemacht, was hast du gemacht. Und sie wollen, dass die Diagnose des Schocks da bleibt und sofort du sagst, und ich habe mich entschieden und fertig. Die führen Gespräche. Warum sagen sie, sie haben Krebs, sie sterben so schnell, werden nicht gestorben. Sie haben Zeit, 1-2 Monate, sehen sie sich mal um, das Angebot, schauen sie mal, was sie machen wollen. Nein, wenn sie nicht machen, sie sterben. Und bevor mein Maschette Arzt wollen Patienten. Passiert auch mal. Die viele spielen da Gott, die wissen, wie eine lebt und eine stirbt. Ich sage immer, Natur wird immer im Boot genommen, egal was ist. Auch wenn ihr Medikamente nicht weglassen, Medikamente weiterhin, ein Produkt probiert wieder mit Naturmitteln dorthin zu kommen, wo ihr früher war. Und dann, wenn alles funktioniert hat, oh, Schilddrüse ist schon besser, nicht mehr 100, sondern 25 Äthiros. Das ist, sei der Franz, was du hier aufhören? Habe ich Herzrhythmusstörungen? Ja, nehme ich Q10, nehme ich Spatium-Scopalum. Strophatus, Patrius, Soparum, Homeopathisches Mittel, Besenginste für Herzrhythmusstörungen, Herzleitungsstörungen, alles. Warum sagt er nach? Ich habe Frauen gegeben, Patrius, Soparum, Krankenhaus mit Herzrhythmusstörung, Q10, ist raus vom Krankenhaus. Ich bin kein Arzt, bin Automärkter. Sie hat gesagt, ich habe gesagt, ich würde das machen, sie hat es gemacht. Auch eine Hilfe. Aber die Ärzte kennen sowas nicht. Das heißt, einfach. Ich gezeigt. Er probt wurde Brust, Darm und Lungenkrebs. Dass er auch bei Blutkrebserfolge eingesetzt werden könnte, war uns bisher nicht bekannt. Vom Wissenschaft.de, oder? Da war einer, der Darmkrebs hat auch richtig reingehaut, 20, 30 OPCs, hat irgendwas gemacht, was er wollte und was hat, ich habe Krebs überwunden. Warum wird bei Krebs kein Quercetin? Warum wird bei Krebs kein Vitamin C? Warum wird bei Krebs kein OPC? Die Mittel sind alle nicht gut, die gefährden die Chemotherapie. Warum? Weil bei den ersten Symptomen, wenn die Menschen sagen, ich tue mir die Scheiße nicht mehr an, ich höre mal auf und probiere mal mit Naturmittel weiter. Oder ich kann noch immer mit Naturmittel probieren, geht es weiter, muss ich was machen. Außerdem, der Tumor ist so groß, wo gleich operiert werden muss. Aber das ist die nächste, was können wir noch bei Krebs? Schwefel, der normale Schwefel. Der Körper liegt ein bisschen Schwefel. Jetzt schauen wir mal, normaler Schwefel. MSM, jeder von euch hat 120, 140 Gramm Schwefel. Habt ihr kein Schwefel, weil dort Körpergewebe werden, Sehnen, Ding da, Schmerzen überall, Schwefel ist organisch, so was im Körper ist. Wenn ich Schwefel nimmt, MSM, fühle ich einfach mal meinen Bestand auf. Nichts gefährlich, was oh, Schwefel. Schwefel hat nichts mit dem anorganischen Schwefel zu tun, sondern es ist rein organisch. MSM aktiviert das Heilgeschehen bei Krebs. Inzwischen geht man davon aus, dass MSM und dann auch die Sauerstoffanreicherung vom Blut und Gewebe zur Hemmung des Krebs dazu beitragen kann, dass die Krebs in sauerstoffreichen Umgebung deutlich unwohl fühlen. Ja, bei Krebs geht von Sauerstoff auf Zucker. Und durch die Corona-Ding, was da gekommen ist, durch die vielen Blutgerinnsel, was das sind, werden viele verstopft und was passiert? Da geht der Körper von keine Nährstoffe mehr, geht von Sauerstoff und kein Sauerstoff auf Zucker. Und deshalb sterben auch so viele Menschen bei Corona jetzt. Manche, die hätten noch gelebt, 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre, es ist, oh, in einem Monat ist es so schnell gegangen, der Krebs hat sich schnell entwickelt. Klar, wenn Gewebe kein Sauerstoff kriegt, dann geht es los.
Die ganze griechische Weiß bei Grünweiß wird impfbereit. Impfen das zugemacht, kein Sauerstoff weg, Zucker, Krebszelle weg und fertig. Selbe MSM nehmen. Warum sagt kein MSM? Aber wir haben eine Studie gelesen, bei MSM, wenn die Leute MSM nehmen, selbst Krebskranke, nachdem sie in dem Wasser leben, 30 Jahre leben. Das sind Studien, das sind nicht Sachen, die erfunden sind oder von mir, sondern die gibt es da überall. Aber keiner macht aufmerksam. MSM. Aber bei jedem, einmal, wie wir kommen, habe ich auf der Bühne in Würzburg gesagt, MSM hilft bei Schmerzen. 18.000 Euro Strafe. Ja, also die kommen an, was sie müssen, haben gesagt, beim Vortrag, was so viele Menschen, manchmal sitzen die, wie seine Daten, die kontrolliert sind, auch, meinen sich Menschen, sitzen auch Detektive. Wenn einer sie kennt, dann hole ich mal auf die Bühne. Detektive, die, wir haben genau auf den Robert Franz hat es gesagt, auch Detektiv und die Detektiv und sowas. Also die kann mich kreuzweise, am Arsch mit, die ganzen Detektive. Beim nächsten Vortrag habe ich gesagt, ich war auch Detektiv, habe mich hingelegt, Mensch, ich habe gesagt, ich will das machen mit Zettel, ist gekommen auch wieder Strafe. Sie haben Menschen therapiert. Ich therapiere kein Mensch, ich habe Wissen weiter. Und das Wissen, was ich sage, kannst du lesen und kannst du auch machen. Wenn ich sage, spielt die Brunner rein? Nein. Oder von einem meinte, Franz, ich spiele die Brunner rein, sagt der Franz. Und sie wollen mit Fischen, was machen sie? Machen sie auch Fisch an die Leute. Das ist so, sich zu trauen. Da habe ich ein Video gemacht, danach, Detektiv, auch wieder Prozess und weiß was. Aber ich sage, die Detektive, die können mir beim Poppen zuschauen. Die können vielleicht ein bisschen was lernen. Sei stets pioniert, die Menschen, habt ihr kein Leben, die kleine mickrige Wand. Versteht ihr? Und Menschen leben jetzt mit. Da alle unsere Körperzellen auch Krebszellen haben Melatoninrezeptoren. Während der nächtlichen Melatoninproduktion verlangsamt sie also die Zellteilung. Hast du kein Melatonin, kannst du irgendwas im Gewusch dieser Mann, bis du schlafen legst. Am Abend und am Tag hast du ja Mann, bis die Schubladen alles zusammen zugemacht werden, so. Dann passiert das, sowas passiert. Und während der nächsten Melatonin verlangsamt sich die Zellteilung. Das Hormon hat eine antiöstrogene Wirkung auf die Krebs- Brustkrebszellen. Melatonin weist aber auch eine sedierende Wirkung auf reproduktive Hormone. Melatonin, weiß nicht, wer war, so ein prominenter hat Krebs gehabt, ist nach Italien, hat Melatonin genommen, Krebs gehabt, weil so Hauptkrebs war. Dann die ganze, in Deutschland Melatonin verboten, es war 10 Jahre lang verboten, es hat man in Holland bekommen. Ich habe auch Melatonin, die haben 5 Milligramm, verboten ist nur 1 Milligramm, aber ich habe 6 Tropfen, ist 1 Milligramm Melatonin, sodass jetzt ist Melatonin langsam frei. Was sind die Leute, die sind woanders, haben gekauft, sagt, warum sollen woanders kaufen, verkauft jetzt das Melatonin. Die Leute sind mit dem Kofferraum voll gemacht mit Tabletten von Italien, Melatonin rübergebracht. Das seht ihr, das eigene Land verbietet seinen Menschen Melatonin, in andere Länder dürfen die Leute nehmen. Was ist eine Sklaverei? Was wird da machen? Wir dürfen nicht, ist verboten. Sie dürfen nicht sagen, sie haben eine Hallaussage gepflanzt. Ja, ich habe niemanden getötet, glaube ich. Haben Richter auch gesagt. Der Richter hat mich auch gefragt. Haben Sie im B12-Spiel gemessen? Wisst ihr, was ist, wenn einer kein B12 hat? Der Wahnsinn, der halluziniert. Ich glaube, den Bundestag brauchen wir nicht B12. Weil sie einfach die Lage nicht checken, was in diesem Land passiert. Was da schon läuft. Du bist frei, was sagst du, bist dann der Volkssprecher. Ich jetzt niemand. Ich mache die Menschen gesund. Darum habe ich auch meine Partei gegründet. Wenn ich eine Partei gemacht habe, müsst ihr lesen, 23 Punkte von der Partei. Wir sollen nicht mehr bis 60 arbeiten, bis 70 Rente und so früher. Wir brauchen eigentlich, wenn die Jungs da braucht, das Geld. An den Findungen. Was ist, wenn ich 70 Jahre habe, dann die Kohle habe, mit 70 Jahren auf der AIDA im Windel, was für Gefühl ist das da? Das ist nicht so viel Geld, mit so viel hast du kein Geld. So das ist verrückt. Normal müssen wir essen, wenn wir Dinge als 30, 40, 50 Jahre und dann mit 60 geht schon wieder langsamer durch. Wenn ihr kleine wenig essen, wird besser sein. Nein, erstmal machst du, dann kriegst du einen Herzinfarkt, ist weg, die kassieren die Kohle, wenn der Vater stirbt oder der Opa stirbt, kriegt die Oma die Hälfte Rente. Was soll das? Machst du Telesuppe aus, die verfliegen sie nur mehr dasselbe, nicht der Telesuppe. Sie kürzen der Frau größte Schweine, es gibt nur 60% Rente. Für was hat der Mann einbezahlt? Für was? Die nächste Gaunerei. Das habe ich auch geschrieben, Rente, alles habe ich so 23 Punkte. Was passiert, wie zum Bundestag gestorben vor dem Bundestag? Was haben sie gesagt? Nein, sie sind abgelehnt. Aber ich sage, wer hat euch genehmigt? CDU, CSU, FDP, wer hat euch genehmigt? Jeder will Deutschland durch Politik ändern. Ich mache keine Politik. Ich will, dass die Menschen gesund sind.
gesunde Menschen, die auf die Beine stehen, Kraft haben, denken können, die lieben, die werden Land verändern und nicht Politik und Gesetze. Und wenn die Menschen, wenn die Deutschland gesund ist und die Menschen 60% sagen, so ist gut, da finde ich es toll. Aber dass ein paar Leute sagen, was 80 Millionen machen, finde ich gar nicht gut. Da kann nicht einer für alle entscheiden. Und die Volksbegehren sind in Deutschland schon längst weg. Wann war das letzte? Weiß ich nicht. Da war ich in der Schweiz, wollt ihr alle, dass wir das machen? Wenn 60% sagen, ja, müsst ihr an der 40 halt so schlau sein. Ich weiß, vielleicht was zu ändern. Aber das heutzutage, das finde ich so, ich komme ja von Rumänien, das war Rumänien, aber das, ihr wusst auch die Linie, die war. Das wusste ich verboten Ding. Aber heutzutage kommen so viele Sachen, du kannst nicht kranken, man kann es nicht, wenn ich weiß, da war ich, dort war ich, da ist teuer. Das ist so, wenn wir waren. Aber es können nur Leute machen, die, ich weiß, ja, mental, ich weiß, B12 Mangel haben oder B12 Vergesslichkeit, allerlei Halluzinationen, ich sehe nicht, wenn Betrieb keine Einnahmen hat, ist nicht leicht oder was noch Scheiß. Ich sage, Politik ändert, eine Nation wird geändert durch Gesundheit. Gesunde Menschen werden eine Gesellschaft ändern. Die werden auch so wie ich, sie werden die Leute einsetzen, die werden schauen, dass das lieb und gar ein gesunder Menschenverstand hat mehr wie Wahnsinnsideen, wo das Schicksal des Volkes auf dem Spiel gesetzt wird. Das ist auch richtig verrückt. Wir sitzen jetzt da im Saal und da, was macht die Menschheit? Wir sitzen da, ich weiß, ich will euch ein bisschen geben, wie man länger lebt, wie man gesund ist. Woanders muss sich verschnibbeln, anders werden Kinder in Ruanda, in Burundi, werden Mädchen für 18 Dollar verkauft. Richtig verrückt. Und das heißt, nur ein gesunder Mensch wird nichts machen. Das bedeutet, dass die Welt krank ist und krank durch die Mittel der Farben. Nicht mehr anders. Ganz einfach. Krebs haben wir dazu geraten, erhöhte Dosierung von Vitamin B12 langfristig einzusetzen. Was sagt ihr das bei Chemo? Ja, weil das sagt, nein, B12 gar nicht, vermehren sich die Zellen. Was sagt die Studie? Wem soll ich glauben? Ich glaube mir am gesunden Menschenverstand, weil Vitamin B12 ist die Erbsubstanz. Das sagt so unsere Zelle, so die Anzahl der Zellen. Wer macht wie viele rote, wie viele weiße, wie viele Plättchen, Thrombozyten? B12 bis 6 Folsäure. Wenn ich die nicht habe, vermehrt sich die. Es gibt sogar Krebsart durch B12, die B12-Folsäure-Mangel, lymphatische Leukämie. Vermehren sich die Weißen, fressen die Roten, dann die Roten sind zu wenig, dann die Plättchen vermehren sich, wenn das Blut zu dick, dann muss das blühen. Da. Aber das ist, sie widersprechen, der eine weiß nicht, wie er anderen alle soll und wissen, die ganze verstecken soll. Aber sie haben sich die Rechnung ohne so Menschen gemacht, die einfach die Menschen klipp und klar zeigen, wo es lang geht. So, letzte. So. So. Deshalb ja, wenn dein Arzt die Medikamente beschreibt, ohne deine Ernährung, ohne Schlafrhythmus, ohne Bewegungsfrage, ohne dein Wasserkonsum, irgendwelche Probleme, seelische, stressige Leben, dann hast du einen Drogendealer. Ja. Ganz einfach. Und ich steht jetzt nicht alle Ärzte im Ding, ich habe schon bekommen, bis ich habe schon eine Strafe bekommen. Könnt ihr schauen, Kronenzeit in Österreich. Habe ich gesagt, die Ärzte sind Drogendealer, schlimmer als Dr. Mengele. 30.000 Euro Strafe. Habe ich gesagt, wenn man sowas bewusst macht, wenn man Millionen Menschen in den Abgrund laufen lässt, sowas kann ich vereinbaren. Ich kenne, wahrscheinlich bin ich als andere Seele, habe viel Empathie, aber sowas will ich niemals lassen. Als Regierung, als Ärztekammer, ja, Prozess mit der Ärztekammer, die Apothekekammer, alle haben mich angehört. Ich bin noch immer da. Ich weiß, wo die Typen sind. Aber irgendwann kann ein Mensch mehr bewegen als tausend. Der Gang der Dauer des britischen Empire am Boden gesetzt, oder? Nelson Mandela hat was? Hat Afrika Apartheid weg. Nein, wer schafft, dass die Pharma wegkommt? Das sind wir. Und frage ich noch ab. So, jetzt habt ihr gesehen, habe ein paar Sachen gezeigt, dass es jetzt nicht. Ich erzähle, sie sagen, man kann viel erzählen, das sind ein paar Beweise, obwohl, wenn ihr die Tatsachen bringt, wird ja jeder bemerken. Jeder weiß seinen Zustand, jeder weiß, was er ihm bis jetzt, wie er sich fühlt und so. Weil ich sage, wichtig ist für mich Vitamin D3. Vitamin D3 ist mein Lebenssignal, ohne Sonne kein Leben, nicht nur im Menschen, auch im Pflanzenbereich, Tierbereich, wenn teilweise viel Wochen dunkel ist, geht der ganze Planet flöten. Das wird die Sonne, auch in die Filme, ich sehe Zombies, wo kommen die Zombies aus der Dunkelheit, oder? Aus der Dunkelheit kommen sie raus. Und wenn ich einer von euch brechen will, dann halte ich sieben Tage ohne Licht eingesperrt. Nach sieben Tagen kommst du komplett physisch und psychisch am Boden.
und es sind nur 7 Tage. Als Beispiel Vitamin D3 mal. Ihr seid alle angezogen. Es geht nach Hause, nimmt eure Jacke, die ihr habt, geht raus und werft sie auf den Rasen bei euch zu Hause. Und nach einer Woche schaut ihr, was unter dem Gras ist. Was unter der Jacke? Gelbes, verdörrtes Gras. Das sind die ganzen Körper, die kein Vitamin D3 nehmen. Und ihr habt nicht 2 Wochen, sondern seit 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren, 50. Das seht ihr, nur ein Beispiel. Man muss dem Menschen auch Beispiel geben, dass du siehst, was eigentlich passiert. Was nicht eigentlich tut. Und das zu verheimlichen, den Menschen finde ich richtig ätzend. Aber ich habe schon viele, überall, wo ich, weil ich bei der Demo, jetzt ist glaube ich wieder Demo in August für Gerechtigkeit, frei, was auch immer, wie ich immer gern in Sachen Gesundheit gesprochen, seit für mich Gerechtigkeit, Gesundheit, Freiheit und Gerechtigkeit ist für mich ein gesunder Körper. Sondern mein Körper traktiert wird nach Chemie, ist für mich keine, habe ich keine Freiheit, habe ich keine Gerechtigkeit und kann über die Sachen auch gar nicht mehr reden oder mich äußern. Und dann war ich bei der Demo, was hier das ist, ja, verteilt für 90.000 Euro Vitamin D3. Jetzt Vitamin D3, jetzt habe ich Vitamin D3 für, was das war, für Gürtelmäuse, weißt du was hier, Vitamin D3. Und dann, ja, für Gürteltiere, Vitamin D3 für Gürteltiere, das ist so ein Gürtel, ist so ein Panzer. Und jeder sagt, Herr Franz, ihr habt schon Vitamin D3. Jeder Arzt, jeder, die begonnen haben, bedeutet, fast die ganzen Menschen von der Demo haben gesagt, Herr Franz, wir nehmen Vitamin D3. Wahrscheinlich habe ich auch gesorgt, dass viele Menschen dort waren, weil sie D3 genommen haben. Das ist das, nur gesunde Menschen gehen dort hin. Ein Mensch, der krank ist, der kann nicht aufstehen, der schmerzt, der kann. Danke. Ich habe ihnen verboten, Sachen zu machen. Er sagt, okay, Herr Franz darf nicht mehr machen. Der Richter war dann, Herr Franz war nicht machen, weil die Menschen vertrauen, Robert Franz darf ich keine Produkte machen. Ah, so ist es. Da mache ich nicht für Menschen, mache für Tiere. Haben die Menschen auch die für Tiere gekauft? Gibt sie nicht. Da steht drauf für Maulwürfe, für Beutelratten. Die Leute, das wäre gestimmt. Jetzt haben wir den verboten, jetzt nimmt der Robert, macht für Tiere, jetzt nehmen die Menschen schon zu Tierprodukte. Weil das nicht mehr so. Wenn du etwas, was ich.